So, herzlich willkommen bei What the Food. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute ein super leckeres Dessert, und zwar einen Pfannkuchen-Kuchen-Kuchen. Dazu brauchen wir 300 Gramm Mehl, 3 Eier, 30 bis 40 Gramm Honig, 300 Milliliter Milch, jeweils 10-15 Gramm Butter, jeweils heißt Süßrahmbutter und gesäuerte Butter, ein paar Orangen, bisschen Banane, Sahne, ein Amaretto und das war's schon. Wir starten folgendermaßen. Wir machen erstmal den Teig für unsere Pfannkuchen. Dazu haben wir hier das Mehl. Da kloppen wir jetzt wieder die Eier rein und den Honig. Die Butter lassen wir ein bisschen auf dem Herd zergehen. Da können wir direkt schon mal unsere Pfanne dann einfetten damit. Dann tun wir die Eier schon ein bisschen mit dem Mehl vermischen. Dann unsere restliche Milch noch dazu. Jetzt sieht man schon, je nachdem wie dick eure Eier waren, ist der Teig ein bisschen flüssiger oder nicht so flüssig. Und jetzt kann man hergehen, man lässt ihn sowieso erstmal ein bisschen stehen. Und nach 10 Minuten schauen wir mal, wie sich der Teig, wie das Gluten sich quasi verbunden hat. Ob wir noch ein bisschen Milch nachgeben müssen oder einen kleinen Schucker Wasser. Das sehen wir gleich, wenn es ein bisschen besser gequellt hat. Der Teig, der ruht jetzt hier. Und in der Zwischenzeit fangen wir unsere Karamellsoße an. Dafür haben wir jetzt hier unsere Schüssel, die noch voller Honig ist. Die benutzen wir natürlich noch. Heißt, wir räumen erst ein bisschen auf. Zwischen die Pfannkuchen machen wir eine aromatisierte Sahne mit Amaretto und den Abrieben von der Orange. Und dazwischen legen wir noch schön dünn geschnittene Bananenstücke. Das heißt, mit der Banane fangen wir als allererstes an. Schneiden oben und unten ab. Dann schälen wir die Banane schön. Und zwar heißt, wir gehen hin und schauen auch, dass hier diese ganzen Fädchen, die hier noch so dran sind, auch wegkommen. Weil die machen das manchmal ein bisschen bitter, die Banane. Und dann gehen wir her, halbieren die Banane und tun in der Länge nach so dünn wie möglich schöne Streifen runterschneiden. Und diese legen wir jetzt hier zu unserem Honig. Wenn man jetzt so ein Stück hat und man möchte trotzdem eine schöne Scheibe draus machen, kann man entweder hergehen und die ein bisschen brechen oder man schneidet unten schon mal ein Stück ab. Und dann kann man sie nämlich hinstellen und kann sich dann wieder wunderschöne Streifen runterschneiden. Dann packen wir uns eine Orange, halbieren die und geben den halben Saft zu den Bananen dazu. Der Orangensaft verhindert, dass die Banane braun wird und gibt natürlich noch ein ganz schönes Aroma ab. Und wer will, kann jetzt hergehen und ein bisschen was aus der Orange, das quasi beim Pressen schon entstandene Fruchtfleisch, hier einfach so mit reinkratzen. Zwischen den Bananenstückchen einfach auch ein bisschen einen Orangentouch. Da kann man jetzt hergehen und ein ganz kleines bisschen Salz dazugeben. Und dann geht man her und tut das vorsichtig marinieren noch mit dem Honig, der sowieso schon in der Schüssel ist. Die Bananen kommen jetzt auch auf die Seite. Genau, in der Zwischenzeit machen wir unsere Orangensoße. Das heißt, wir gehen her, schneiden oben und unten ab und schälen dann die Orange so runter. Da können wir ruhig ein bisschen großzügiger sein, wenn man da jetzt schon ein Stück abgeschnitten hat am Anfang und du denkst, oh Gott, da schneide ich ja die halbe Orange weg. Das ist nicht schlimm, du hast hier immer noch genug Fruchtfleisch drin und diesen Fruchtfleischsaft, den... Also heute... Also wenn du dir ein bisschen viel weggeschnitten hast von der Orangenschale, dann kannst du auch hergehen und den Saft jetzt noch ausdrücken in eine kleine Schüssel oder einfach zu den Bananen dazu, weil den Saft von den Bananen nachher, den nehmen wir auch zum Ablöschen für unsere Karamellsoße. Also ist nicht schlimm, wenn da einfach noch ein bisschen was übrig bleibt. Ich presse da jedes einzelne Element nochmal extra aus. Und dann gehen wir her und schneiden. Man sieht hier quasi die einzelnen Paneele oder Elemente oder wie man auch dazu sagen will. Und die werden wir jetzt mit einem Schnitt
rein und drehen dann das Messer unten ein bisschen und können dann quasi wieder hochschneiden an dem anderen Panel vorbei. Und so haben wir ein wunderbares Filet und ihr habt keine weißen Ränder noch dabei. Ihr müsst da nicht so rumhacken. Also das ist der einfachste Trick von allen. Einfach so reinzugehen, das Messer zu drehen und das Element. Man kann es dann auch so eigentlich schon so richtig rausziehen. Und wenn ihr dann alle Elemente rausgeschnitten habt, dann könnt ihr auch den Zestensaft hier nehmen, ihn richtig ausdrücken. Und das mache ich jetzt noch schnell mit den anderen zwei Orangen auch noch. So, wir haben jetzt die zwei Orangen geschnitten, plus die halbe noch. Die halbe brauchen wir nachher, um den Karamellansatz zu lösen. Sprich, die lassen wir so und pressen die nachher einfach direkt aus. Für die Karamellsoße gehen wir her, brauchen ein bisschen Butter. Das ist auch wieder Süßrahmbutter und gesäuerte Butter. Dann nehmen wir nochmal unseren Honig. Da brauchen wir wirklich nicht viel. Einen kleinen Teelöffel, den geben wir zur Butter dazu. Stellen das Ganze auf den Herd und lassen das so ein bisschen schmelzen. Dann nehmen wir unsere Bananen, übergießen die nochmal mit unserem Orangensaft, Orangenhonigsaft in dem Fall. Und da müssen wir ein bisschen hier dabei bleiben. Wir wollen so eine Art Nussbutterkaramell. Das kriegen wir am besten hin, wenn wir die Nuss, Das kriegen wir am besten hin, wenn wir den Honig und die Butter zusammen schmelzen lassen. Heißt, der Honig karamellisiert und die Butter schmilzt und fängt an, die Molkenteilchen leicht zu verbrennen. Heißt quasi, wir kriegen so einen leichten Nussgeschmack hin. Und jetzt sieht man schon hier ganz leicht, wie die Molke schon anfängt zu verbrennen, beziehungsweise braun zu werden, zu karamellisieren. Und jetzt ist es der richtige Zeitpunkt. Sagen wir mal 2 Esslöffel. Amaretto dazu zu geben, das alles ein bisschen einkochen zu lassen und dann kann man die Orange auch drüber auspressen. Und diesen Saft, den lassen wir jetzt richtig dick einkochen und am Ende kommen dann unsere Orangenfilets noch dazu. So, und jetzt fängt der Sirup langsam an fertig zu werden. Ihr seht, es werfen sich so langsam so größere Bläschen. Und jetzt könnte man auch hingehen und noch ein paar Aromaten dazugeben, wie eine Stange Vanille, bisschen Zimt, je nachdem, auf was man Bock hat. Aber ich gebe einfach jetzt unsere Orangenfilets dazu. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man die nicht zu lange mitkocht. Also es kann ruhig einmal stark aufkochen. Aber wenn man die so lange mitkocht, dann fangen sie an, sich zu zerfallen. Und dann haben wir nicht mehr die gewünschte Textur, die wir wollten. Stark aufgekocht und dann kann man die zur Seite stellen. Und da kann sie dann in Ruhe vor sich durchmarinieren. So, dann nehmen wir uns die Pfanne, unsere Crepe-Pfanne auf den Herd, stellen sie schon mal auf 1. Bei der Crepe-Pfanne ist wichtig, dass sie dauerhaft eine gute Temperatur hat. Deswegen nicht hingehen, auf 9 hochknallen, warten, bis das Ding glüht, den Teig reinschmeißen, merken, oh mein Gott, der halbe Pfannkuchen verbrennt. Sondern die Pfanne vom Pfannkuchen langsam erwärmen, langsam warm halten und lieber auf einer kleineren Temperatur die Pfannkuchen langsamer ausbacken, wie viel zu schnell die Hälfte der Pfannkuchen zu verbrennen zu lassen. Dann schauen wir nach unserem Teig. Wie ihr seht, er ist extrem eingedickt. Man kann jetzt hergehen, kann einfach ein bisschen Wasser, ein bisschen Milch, ein bisschen Sahne, ein bisschen noch ein Ei dazugeben. Wobei man muss sich überlegen, wenn man noch ein Ei dazugibt, dann gibt es noch mehr Volumen. Ich entscheide mich jetzt einfach für einen kleinen Schluck Wasser. Wir haben doch jetzt diesen restlichen Orangensaft von unseren Orangen. Dazu können wir den Rest dazugeben. Wie viel wird das gewesen sein? 3 bis 4 Esslöffel. Vermischen dann den Teig mit dem Orangensaft. Meine Mama macht zum Beispiel gerne immer ein bisschen Sprudel dazu. Dadurch ist er ein bisschen luftiger dann. Aber wir wollen ja eigentlich keinen luftigen Pfannkuchen, sondern wir wollen hauchdünne Pfannkuchen haben. Und dazu brauchen wir einen glatten Teig. Also es waren jetzt ungefähr so nochmal so 100 Milliliter Wasser. Man hat seine Pfanne, die ist auch noch durch die Butter von vorher auch schon schön eingeölt. Und wenn man will, kann auch die restliche Butter
die da in der Pfanne ist, noch in den Teig reinrühren. So, am besten man geht her, nimmt sich eine Schopfkelle, wo genau eine Portion von der, wo genau ein Pfannkuchen reinpasst. Also es ist hier eine 170 Milliliter Schaumkelle und die ist eigentlich für einmal, um einen schönen dünnen Crepe zu machen, wunderbar geeignet. Und jetzt sieht man, wie der Teig sich wirklich verhält von der Dicke her. Er könnte noch ein ganz kleines bisschen dünner sein. Und die Pfanne könnte auch noch ein kleines bisschen heißer sein. Aber das ist immer so, der erste Pfannkuchen, der ist nie perfekt. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Wichtig ist, dass ihr jetzt so eine Art Gitter nehmt. Da könnt ihr die Pfannkuchen schon mal schön draufpacken. Da können sie schon mal schön ausdampfen und werden auch nicht zu matschig. So, der erste Pfannkuchen, wie gesagt, nicht schön, aber wir müssen ja auch irgendwann mal eine Probe machen, um zu wissen, ob das alles passt. Der Probepfannkuchen, der ist jetzt nicht so schön gelungen. Den verwenden wir trotzdem, den machen wir einfach in die Mitte rein, das fällt keinem auf, dass dann nachher so ein bisschen hässlicherer Pfannkuchen ist. Wenn man es natürlich perfekt machen will, dann tut man den jetzt einfach versnacken. Und dann haben wir hier so einen Tortenring. Und damit kann man dann gucken, wie groß man seinen Pfannkuchen haben will. Man sieht hier, wenn der Teig am Rand leicht anfängt, sich so hoch zu krabbeln, hoch zu backen und hier auch leicht ein bisschen Farbe kommt, dann ist er eigentlich schon bereit zum Wenden. Dann kann man kurz mal gucken. Ja, ein kleines bisschen brauchen wir noch. Also wir haben die Sahne mit der Maschine jetzt ein bisschen steif schlagen lassen. Und jetzt gehen wir her und heben noch ein ganz kleines bisschen ein, so ein Hütchen von dem Amaretto nach und nach unter. Jetzt sind unsere Pfannkuchen auf den Gittern super schnell ausgekühlt auch. Das brauchen wir auch, weil sonst tut die Sahne quasi sich wieder zerlaufen. Und wir wollen nachher einen schnittfesten Kuchen haben. Das heißt, wir nehmen die jetzt erstmal runter, nehmen unseren Tortenring und schauen, alle übereinander liegen, schauen ungefähr, was für eine Größe wir machen können maximal und dann drücken wir ihn einfach einmal durch. Jetzt haben wir hier wunderbare Pfannkuchen, Kuchen. Das ist ein bisschen ein mühsames Geschäft, die Pfannkuchen immer zu machen und alles so. Deswegen dauert es ein bisschen Zeit. Nehmt euch ruhig gerne die Zeit, weil es ist ein super geiles Rezept. So, und dann nehmen wir uns einen Pfannkuchen nach dem anderen. Und bei der ersten Schicht würde ich nicht sparen. Da kann man das schon großzügig belegen. Hoppa. Also heute ist Fallendienstag, ey. So, die unterste Schicht machen wir schön voll mit der Banane. Und wenn man noch ein bisschen Saft hat, den kann man auch dann so leicht drüber gießen. Und wenn es im Sommer richtig schöne, viele Früchte gibt, dann kann man hergehen und könnte jetzt dann Erdbeeren dazwischen schichten oder was anderes. Wir machen das jetzt aber so, dass wir ein bisschen was von den Orangen uns raussuchen. So, jetzt zum Schluss gehe ich noch her und mache hier oben auch noch ein bisschen Sahne drauf. Und gerne einfach mit solchen richtigen Einmuldungen. Und in diese Einmuldungen drücken wir jetzt die restlichen Orangenfilets so rein. Und jetzt wird es erstmal so weggestellt in den Kühlschrank. Und dann nachher, nach 3-4 Stunden, wenn es schön durchgekühlt ist, nehmen wir noch die andere Banane, schneiden die auch wieder in dünne Scheiben und drapieren die nachher noch hier außen rum, nehmen dann die restliche Soße von unserem Orangensaft hier und wird dann auch noch dazu gegossen und dann geschnitten. Und wie das dann nachher aussieht, das zeige ich euch später. Für unsere Pfannkuchen-Kuchen-Kuchentorte brauchen wir noch ein bisschen Deko. Dafür nehmen wir die zwei letzten Bananen, die wir noch haben. Und jetzt brauchen wir keine geraden Streifen, sondern wir brauchen ein bisschen Deko, ein bisschen was, was nach oben steht. Und dann kann man hergehen und kann sie einfach in solche Dreiecke schneiden. Dann haben wir nachher so ein paar bisschen Aufstellelemente.
In der Zwischenzeit gehen wir her und nehmen so 2 Esslöffel Zucker sind es. Also 1 Esslöffel brauner Zucker und 1 Esslöffel weißer Zucker. Dann haben wir das gleiche mit den Orangen nochmal. Auch wieder den Kopf weg, den Arsch weg. Den Saft, den heben wir jetzt mal hier auf. Können wir gleich nehmen für unsere Karamellsoße. Hier können wir schon mal ein bisschen unseren Zucker ein bisschen auflösen lassen. Dann verbrennt der Karamell nicht so schnell. Gerade wenn es jetzt anfängt zu blubbern, wo man sieht, jetzt fängt es langsam an zu karamellisieren. Nehmen wir erst unsere Bananen, geben sie zu dem heißen Karamell dazu. Und jetzt sehen wir schon, wie die Bananen langsam anfangen auch zu schmilzen. Und wenn die Bananen jetzt ein bisschen angezogen haben, das ganze Wasser verdampft ist, die Flüssigkeit, geben wir unsere Orangenfilets dazu. Und dann können wir unseren Kuchen mal aus dem Gefrierfach holen. Ah, Mother Trucker. Ja, das erste Stück, das esse ich jetzt sowieso direkt. Da sollen die Leute nicht so gucken. Ich soll lieber das angucken. Das ist geil. Das warme Obst kommt auf die warme Sa auf die kalte Sahne, klar, die schmilzt. Aber ist auch so ein bisschen. Ich mag halt auch diesen Kälte-Warm-Unterschied und ich probiere jetzt einfach mal. Das ist mal ein richtiger Kuchen, nach meinem Geschmack. Viel Sahne. Viel Kuchen. Toll. Dem Obst. Das ist echt ein Kuchen für ganz Faule. Man braucht ein bisschen Zeit, um die ganzen Pfannkuchen zu machen. Aber sonst ein bisschen Sahne, ein bisschen Ei, ein bisschen Mehl. Da hat man hier ein cooles Ergebnis. Wenn man es natürlich noch anständig da reinschichtet, mehrere Pfannkuchen macht, kann man das Ding auch unendlich groß machen. Und das macht richtig Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und, oder Nachbacken. Ist ja kein richtiges Backrezept hier. Und dann könnt ihr eure Süßen auch mal mit sowas Süßes verwöhnen. Ist auf jeden Fall hier. Hier ist Massaker.